Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, wir sind soweit, dass wir Marmor, schlagen können. Wir haben 102 Punkte, das heißt, wir lernen jetzt als erstes mal das hier. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht, den ich habe. Dieses Teil, dieses Kreuz können wir noch nicht herstellen, weil uns dazu noch, das habe ich mal nachgeschaut einfach mal, weil uns dazu noch dieses hier, der polierte Stück Stein fehlt. Aber vielleicht kriegen wir genug, blaue Punkte zusammen, damit wir auch dieses andere lernen können, damit wir dieses Kreuz erforschen können. Wir werden einfach mal schauen. So, jetzt lernen wir erstmal das hier und dann probieren wir das Ganze mal. Oh, Moment, das sollten wir, glaube ich, auch nochmal die Dinger wieder reinsetzen, oder? Genau. Ah, da gibt es noch weitere Punkte hier. Für Glas hat, glaube ich, auch wieder Flusszahn gefehlt, genau. Und Steinschneider, wir müssen erstmal das hier fertig machen, gut. So. Ja, wie gesagt, hier, da fehlt dieses polierte Stück Marmor. Aber, wir müssen erst noch natürlich Marmor machen. Hä? Moment mal, wie war das? Ach ja, aus diesen Grabumrandungen können wir auch polierte Steine machen, sehe ich gerade. Naja, okay. Egal. Da haben wir ein Stück Marmor. Für ein Stück Marmor brauchen wir auch Holzkeile. Okay. Aber dafür kriegen wir von einem Stück gleich drei hier raus. War das bei dem? Da kriegen wir sechs raus. Ja, okay. Es ist also ein bisschen schwieriger. Es ist ein bisschen schwieriger, das alles rauszukriegen. Es ist nicht alles ganz so einfach wie bei Stein. So, aber erst einmal langt ja ein Stück, glaube ich. Richtig? Jawohl. So. Dann kann das hier bleiben, das kann hier bleiben. Glas kann hier bleiben. Das kann erstmal hier bleiben und das kann hier bleiben. Gut. Oh, und der ist fertig, glaube ich, oder? Dann mach einfach mal weiter hiermit. Glas können wir leider im Moment noch nicht machen. Können wir... Dann machen wir hier einfach mal Eisen weiter. Und gehen erforschen. So, genau. Und eine Sache will ich natürlich noch machen. Ich will das hier mal reinmachen. Ich würde nämlich gerne erstmal die hier alle aufbrauchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ist der auch fertig hier mit dem Buch? Ja, Tatsache. Was gab's denn für ein Buch? Schönes Buch. Hat er das hier reingelegt? Nein. Mach mal ein neues Buch. Aber wo hat er das Buch hingelegt? Verdammt. Haben wir das im Inventar irgendwie? Nee. Und warum hat er das hier nicht reingelegt? Komisch, das Buch ist weg. Verstehe ich nicht. Hat er es irgendwo anders reingelegt? Nee, hier auch nicht. Nö. Kapiere ich nicht, wo das Buch hin ist. So, eine Sache sollten wir auch noch machen. Und zwar grüne Schleime hier machen. Damit können wir Weihrauch wieder erzeugen. So. Das sollten wir auch gleich noch machen. Und du wärst untersucht. Und wie viel haben wir denn eigentlich jetzt? Wie viel gibt denn das? Wir haben 9 Stück. Und wie viel hat es jetzt gegeben? Auf jeden Fall. Ja, eine ganze Menge. 89. Ah, gar nicht mal so schlecht, finde ich.
da können wir doch dann gleich das hier lernen. Was das hier? Und was ist das hier? Das ist das geschnitzte Stück Marmor, okay. Dann können wir gleich das hier lernen. Und dann würde ich sagen, haben wir hier schon ziemlich viel gelernt, oder? Das bräuchten wir irgendwann noch. Ja, auf jeden Fall. In Bauen und Handwerk haben wir doch schon ziemlich viel gelernt. Was ist jetzt mit dem Buch geworden? Alter, das ist irgendwie... Nee. Ich weiß nicht, wo er das Buch hin hat. Ist es irgendwie, weil wir nicht rechtzeitig da waren, verschwunden? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt irgendwie sehr seltsam. Und ärgert mich auch, weil das Buch hätte uns Punkte gebracht. Na gut, jetzt brauchen wir erstmal geschnitztes Stück. Ne, poliertes Stück Marmor war das, gell? Poliertes Stück Marmor. Was braucht man dafür? Jetzt brauchen wir den Eisenmeißel. Und komplexe Teile, glaube ich, brauchen wir wieder. Flusssand sollten wir auch mal wiederholen. Damit wir hier weiter auch Glas machen können. Ach ja, und wir brauchen natürlich noch ein Stück Marmor wieder. Da haben wir es doch. So, aber jetzt können wir dieses Holzkreuz machen. Und wisst ihr was? Das erforschen wir auch gleich. Dann schauen wir mal, ob wir damit weiterkommen. Aber warum gehe ich eigentlich jetzt so rum? Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt so rumgegangen bin. Ah, ist hier vielleicht drin? Da ist es! Ich weiß jetzt nicht, warum er das in dieses Alchemieregal reingemacht hat. Und es ist leider nur ein rotes Buch geworden. Schade. Und die geben nur 25 immer, aber na gut, was soll's. So, auf jeden Fall, jetzt wird dieses Holzkreuz, Marmorkreuz natürlich untersucht. Hoi, das gab viel. Wenn wir jetzt hier weiterschauen. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte in Theologie rein. Oh, es fehlen tatsächlich rote Punkte mittlerweile. Und es fehlen noch weitere Dinger. Blaue Punkte. Dann hätte man nämlich das weiter erforschen können. Die geben 3, 4, 5. Ja, der gibt 5 statt. Also wir sollten das auf jeden Fall lernen hier. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das kann man halt auch schön erforschen für blaue Punkte noch. Alles andere können wir, glaube ich, nicht mehr wirklich erforschen. Bei Alchemie ist wahrscheinlich noch was dabei, was wir für blaue Punkte erforschen können, aber... Aber das war es dann auch schon. Und alle anderen Sachen muss ich dann tatsächlich so erlernen. Was natürlich gerade schwierig ist. Für 250 Punkte zum Beispiel zu bekommen. Ja. Das müssen wir uns mal überlegen, was wir da als nächstes alles brauchen und was nicht. Ich meine, für 30 Punkte, das kriegen wir hin. Da sollte man jetzt auch endlich mal Flusssand holen gehen, glaube ich. Oh, Moment. Ich wollte, glaube ich, was ablegen noch. Das hier. Und die Dinger können auch abgelegt werden. Die können wir auch hier brauchen. Und der Rest geht ja hoch. Gut. Ach, genau. Flusssandwoll brauchten wir. Flusssand brauchen wir. Und Dings brauchen wir natürlich noch. Das, was ich jetzt schon wieder vergessen hatte. Genau, den Zaun wollen wir noch machen. Den Zaun wollen wir hier noch verschönern.
Und da schauen wir mal ganz schnell. Wie viel, das hier kann auf jeden Fall mal... Ne, polierter Stein, den brauchen wir gleich noch. 15 polierter Stein braucht man noch. Und, das hätte ich gleich machen können. Ja, ist so typisch für mich, dass ich das alles mal wieder vergesse. Das ganze Zeug will ich mal mitnehmen, ja. Den Marmorkreuz, das lassen wir mal da. Aber die hier, ob wir die hier nicht auch wieder verarbeiten können. Weil da wird... Wobei, wenn wir dann beides andere Zeug lernen, lassen wir das auch mal. Dann brauchen wir das ja gar nicht. Und ich habe noch einen Fehler gemacht, glaube ich. Es gibt doch... Wenn man Kuchen hat, gibt es mehr blaue Punkte. Ich hätte noch Kuchen vorher essen sollen, bevor ich das erforsche. Dann hätte man mehr blaue Punkte gekriegt, aber naja gut, jetzt ist es jetzt zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt mache ich das nicht nochmal von vorne. So, konnte man jetzt die hier verarbeiten? Da können wir den hier können wir zum Beispiel zum polierten Stein machen. Das ist doch schon mal gut. Geschnitzter Stein machen wir doch auch einfach mal. Dann sind die nämlich schon mal weg und das Zeug können wir vielleicht irgendwann doch mal wieder brauchen. Und jetzt sollte der Astrologe wieder da sein. Der hat uns ja mal Bücher verkauft, die blaue Punkte gegeben haben. Da will ich jetzt einfach mal schauen, ob der wieder... Der ist jetzt wieder da und ob der jetzt wieder Bücher verkauft. Ich glaube es zwar ganz ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, dann wissen wir es halt vorher nicht. So, da können wir jetzt im Moment nichts mit anfangen. Na gut. Dann machen wir noch einmal einen polierten Stein, bevor wir gehen. Obwohl, nee, wir gehen gleich. Platz haben wir noch. Ja, die zwei. Konnte man die nicht auch verarbeiten? Nee, die kann man entweder nicht verarbeiten oder wir können es noch nicht verarbeiten. Gut. Dann schauen wir mal beim Astrologen vorbei. Und ich werde noch eine kleine Sache machen. Ich gehe noch kurz einkaufen und zwar Samen hier unten. Deswegen bin ich auch hier oben lang gegangen. Und zwar hat er keine Goldsamen. Oh. Der verkauft gar keine Golfsamen. Ich hätte erst gedacht, der verkauft Golfsamen. Naja. Da habe ich mich ja erstmal gründlich geirrt. Ach, und ich habe noch was vergessen. Ich hätte diese Bestattungsurkunden mitnehmen können. Dann hätte man die gleich auch verkaufen hier können. Naja gut, jetzt ist zu spät. Jetzt gehe ich nicht mehr rum. Sonst schaffen wir es mit zum Astrologen nicht mehr. Ich bezweifle zwar, dass er die Bücher noch hat. Ich glaube, der hat sie nur ein einziges Mal, aber müssen wir mal schauen. Vielleicht bekommt er sie ja ab und zu mal wieder rein. Oh, genau. Wenn wir hier schon sind.
Was war das gerade eben? Ich will noch Samenöl kaufen. Ja, machen wir mal so. Weil daraus können wir Öl gewinnen und Öl werden wir auch noch brauchen. Für Weihrauch zum Beispiel. Oder für anderes Zeug. Ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich den gesehen habe. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, guck mal, er hat es tatsächlich. Er verkauft sie wieder. 50 und 25 Punkte. Geil. Und das haben wir jetzt auch gebraucht. Rote Bücher haben wir auch gebraucht gerade. Grüne, ach, wenn er sie immer wieder verkauft, dann lernen wir sie natürlich hier. So, sehr schön. 200 haben wir jetzt hat. Geil. Ja, für Dingslernzer ja, ich das aber, glaube ich, noch nicht. Für die Dinger hier. Nee, da braucht man 300 Bücher. Na gut. Aber das sollte man immer hingehen. Wenn der die Bücher immer wieder verkauft, sollte man da immer hingehen und uns Bücher holen. Unser Gelddings funktioniert ja jetzt eigentlich auch ganz gut. Das freut mich jetzt, dass es geklappt hat. Ja, das freut mich jetzt richtig. Das ist klasse. Wie sieht's hier aus? Ist hier schon Geld verkauft worden? Schon wieder was verkauft worden? Ja. Nur 66 Silber. Naja, da hat man nicht so viel, aber ja. Das kommt halt immer drauf an, wie viel wir gerade gemacht haben und wie schnell ich war. Ich spare ja erst auch im Moment auf die 10 Gold. Damit wir. Aber warum bin ich eigentlich nicht durchs untere Ding gegangen? Es wäre schneller gewesen. Egal. Egal. Das passt schon irgendwie. Flussand brauchen wir noch, habe ich gesagt. Dann holen wir jetzt gleich noch Flussand. Warum hier wieder Punkte-Dinger liegen? Keine Ahnung. Holen wir wieder 100 Stück oder machen wir ein bisschen mehr? Holen wir 100. Ja, 100. 110. So. Was wir jetzt als nächstes machen wollten, war für den Zaun fertig. 24 von denen haben wir gebraucht. 17 haben wir jetzt. Oh, genau, und ich mache noch was weiteres. Wir stellen mal wieder ein paar Balken her. Dann gehen einmal die Dinger hier weg. Dann können wir oben auch mal endlich mal wieder hier richtig einordnen. Und für unseren Arbeiter hier haben wir wieder genug Zeug. Und Nägel sollten wir auch nochmal herstellen. So. Ich glaube, ein paar lassen wir hier und ein paar machen wir runter.
Und der Flusshahn kann auch alles mal hier rein. Sehr schön. Oh, wow, wow. Was sehe ich da? Unser Ding geht aus. Unser... Wie heißt das Ding? Unser... ja, ihr wisst schon. Unser Brennstoff geht aus. Okay. Wieder schlafen gehen. Und dann beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann tatsächlich mal wieder... Ja, ihr wisst schon, eine Predigt. Kennen wir ja alles schon. Predigt. Und dann versuchen wir, den Zaun fertig zu machen. Und dann schauen wir mal... wir könnten vielleicht wieder ein bisschen Eisen machen. Was wir auch vielleicht machen könnten. Das sollten wir vielleicht auch schnell machen. Wäre bei der Hexe nochmal vorbeizugehen. Und wir brauchen wieder eine Gold-Elixier holen. Vielleicht verkaufst du auch dieses Dunkel-Elixier. Das können wir auch mal schauen, ob das geht. Und noch anderes Zeug, was wir vielleicht noch brauchen können. Das wollte ich ja auch mal holen. Wir schauen einfach mal beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.